Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich habe hier heute ein riesiges Paket auf dem Tisch stehen. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich dieses Video so richtig anfangen soll, denn es ist ein Paket von einer lieben Zuschauerin, und es ist riesig und es ist schwer und ich zeige es euch immer ganz kurz. So viel länger kann ich es gar nicht halten, aber hier seht ihr, hat sie auf in dieses Viereck einmal Bugsbox geschrieben. Sie selbst ist Künstlerin und heißt auf Instagram Bugs Morgan Le Fay. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Ich erzähle auch gleich noch ein klein wenig zu ihr, aber ich bin gerade echt platt über dieses Paket. Ich freue mich jetzt mega drauf, das auszupacken. Ich bin da echt neugierig drauf, weil sie auch extra noch mal nach Holland gefahren ist. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, bleibt gerne dran. Wir packen es jetzt einmal aus. Ich möchte euch ganz kurz vorab einmal erzählen, wie es zu diesem Paket gekommen ist. Diese Zuschauerin, die auf Instagram Bugs Morgan Le Fay heißt, ist Künstlerin und macht ganz tolle Bilder. Sie malt gerne, das ist ihr Hauptberuf und sie macht da zum Beispiel Porträts oder auch ganz bunte, schöne Tierporträts und so weiter. Wir hatten uns mal auf Instagram ein bisschen ausgetauscht und irgendwann schickte sie mir ein Foto von einem Stoff und fragte mich, wie ich das finde. Und dann habe ich geantwortet, das ist schön, was ist das für ein Stoff? Und sie hatte dann gesagt, dass sie gerade in so einer Art kreativen Schaffenspause ist und gerne was anderes machen möchte als wie malen und sie würde mir gerne was nähen wollen. Und dann haben wir uns da so ein bisschen hin und her ausgetauscht und letztendlich ging es ihr auch darum, dass sie ein Mensch ist, der gerne gibt und der gerne verschenkt. Und ich habe mich in ihr so ein bisschen auch wiedererkannt. Und wir hatten noch so ein paar andere Gemeinsamkeiten, sodass ich dem dann letztendlich auch zugestimmt habe, dass sie mir ein Paket zukommen lassen darf. Ja, und jetzt steht es einmal hier und ich weiß, da ist in jedem Fall etwas drin, was sie selbst gemacht hat mit diesem Stoff, den ich schon als Bild gesehen habe. Und ich bin da jetzt schon mega gespannt drauf, wie das so letztendlich live aussehen wird. Sie ist dann noch mal extra nach Holland gefahren, weil sie da noch was besorgen wollte. Sie hat auch was für meinen Sohn mit reingepackt und ja, sie hat sich sehr gewünscht, meine Reaktion auch zu sehen zu dem Inhalt, speziell wohl zu einem Teil, was sie mir aber auch noch nicht verraten wollte, was es ist. Und dann habe ich gesagt, ich mache da gerne ein Video drüber. Genau, und jetzt machen wir den Riesen-Oschi einmal auf. Ich glaube, ich werde das Paket auch gleich hier vor mich rechts oder links auf den Boden stellen müssen, weil das einfach so wahnsinnig groß ist, dass ich hier sonst für nichts anderes mehr auf dem Tisch Platz habe. Ich sehe ein bisschen Schutzpufffolie in rosa und dann ist hier ein Brief. Sie hatte mich gebeten, den Brief nicht vorzulesen. Das mache ich darum einmal kurz ohne euch. Okay, ich habe jetzt einmal den kleinen Brief gelesen. Herzlichen Dank, liebe Bugs. Ich freue mich über deine Zeilen und sende dir ganz, ganz liebe Grüße zurück. Fühl dich gedrückt an dieser Stelle schon mal. Und ich wollte euch noch mal ganz kurz den Umschlag zeigen, in dem der Brief drin war. Denn sie hat hier das Ganze mit so einem Siegel zugeklebt. Und das erinnert mich auch gerade wieder an mich selbst, denn wenn ich Verlosungspakete zum Beispiel verschicke, schreibe ich auch immer eine kleine Karte und dann mache ich da einen kleinen Siegel drauf mit einem Schmetterling drin. Und das ist irgendwie gerade wieder so eine Gemeinsamkeit, die ich mit ihr habe. Und das fand ich gerade einfach besonders süß, deswegen wollte ich euch das noch zeigen. Und jetzt hole ich mal das erste hier aus dem großen Paket heraus. Die liebe Bugs hat alles in so Seidenpapier eingepackt und hier habe ich jetzt etwas Ovales und sie meinte zu mir, das Ovale soll ich bitte ganz zum Schluss auspacken, auch wenn es oben drauf liegt. Das lege ich jetzt darum einmal beiseite. Ich habe ja schon eine Idee, weil sie ja Künstlerin ist, was das oder in welche Richtung das gehen könnte. Bin gerade noch aufgeregter als wie schon vorher. Und jetzt habe ich einmal hier dieses Päckchen in so einem hellen lila Ton. Hier sind überall so Aufkleber drauf, Handmade with Love.
und es ist irgendwie total hübsch eingepackt. Also allein das finde ich schon richtig schön. Das mache ich jetzt einmal auf und wir schauen mal. Ja, das ist das, was sie selbst genäht hat und das ist richtig, richtig hübsch geworden. Schaut mal. Also sie hatte mir ein Foto geschickt mit diesem Stoff hier, wo die Schmetterlinge drauf sind und sie hat daraus eine Tasche genäht und ich finde sie einfach richtig schön. Hier steht Bella Donna Tussa Art the Box, okay. Und dann sind hier noch so Klammerchen dran, wo die Henkel mit zusammen gemacht sind. Der Reißverschluss ist auch total irre. Der hat so Regenbogenfarben, passend zu dem Stoff. Ich habe noch nie so einen Reißverschluss gesehen. Total schön. Die Größe ist perfekt, so als Kosmetiktasche würde ich fast sagen. Es ist ein Baumwollstoff und die Schmetterlinge, gerade auch der grüne hier und so, das gefällt mir sehr gut. Also herzlichen Dank. Es ist ein perfektes Produkt für mich, würde ich sagen. Und auf meine nächste Reise werde ich diese Tasche in jedem Fall mitnehmen. Hier geht es mit dem gleichen Stoff auch nochmal weiter. Hier ist ein Sack in dieser Tasche und hier ist auch nochmal etwas drin. Ich habe was Rosanes gesehen. Das sieht aus wie so ein Parfümzerstäuber. Es ist rot. Und da haben wir sogar auch ein Parfüm mit drin. Montal Rose Mask Eau de Parfum Made in France. Das werde ich doch gleich mal aufsprühen. Mal gucken, wie das riecht. Oh. Das ist nicht so ein, das ist so ein leichter Rosenduft. Ich rieche irgendeine Süße noch mit heraus. Ein sehr, sehr schöner weiblicher Duft. Nicht so schwer. Ich kann mir den jetzt gut so fürs Frühjahr vorstellen. Der gefällt mir richtig gut. Vielen lieben Dank. Ich werde euch mal die Duftbeschreibung dazu raussuchen und auch hier mal mit einblenden, wenn ich es nicht schon eingeblendet habe. Ein sehr, sehr schöner Duft. Und ich finde, das hier ist auch richtig süß, ne? Dieses extra Täschchen hier, da kann man dann nochmal einfach gesondert etwas verpacken. Hier könnte man zum Beispiel dann Wattepads oder sowas reinmachen. Mal gucken, dann werde ich mir was einfallen lassen. Aber es ist so süß, hier geht es noch mit drei weiteren kleinen Täschchen in dieser Kosmetiktasche weiter. Und da sind auch nochmal Dinge drin. Und ich sage das gerade, Wattepads. Hier sind selbstgemachte Wattepads drin mit Herzen drauf. Die finde ich total niedlich. Die sind auch richtig schön flauschig und weich und ich verwende sowas total gerne, speziell zum Beispiel auch für den Toner. Die werde ich auf alle Fälle verwenden. In dem gleichen kleinen Säckchen, ich nehme es hier jetzt einmal komplett raus, was mir auch süß total gefällt, ist, dass die innen drin so grün ist, sind hier noch zwei Nagellacke drin. Von Douglas in sehr schönen, zarten Frühlingsfarben. Einmal so ein helles Nude, so ein bisschen ins Aprikot gehende und dann hier noch so ein ganz zarter Roseton. Ich könnte mir das auch super vorstellen, in Kombination zu tragen, also zum Beispiel im Wechsel auf den Nägeln. Das eine ist die Nummer F040, das ist der, und die F042, das ist der. Auch für die Fußnägel kann ich mir die Farben gut vorstellen, dann Richtung Sommer gehend, wenn man Sandalen trägt oder so. Ja, sehr, sehr schön, danke. Dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Beutel, die sind ja auch alle mit so einer Schlaufe ausgestattet. Dadurch kann man sie sehr gut herausnehmen, man könnte sie auch irgendwo aufhängen dann. Und hier haben wir einen Sponge drin, einen Schwamm, der ist von Douglas und ist so grau und sieht so samtig aus, so Velvet-mäßig. Und so einen Schwamm hatte ich bisher noch nie. Also der fühlt sich richtig pelzig, lustig an. Hier auf der einen Seite ist so eine flache Kante und da ist der mit so einem ganz weichen, samtigen Stoff bezogen. Ich bin sehr gespannt drauf, wie der performen wird, wie der sich im nassen Zustand anfühlen wird und werde den gleich als nächstes dann verwenden, sobald mein aktueller nicht mehr brauchbar ist. Also richtig cool, Dankeschön, werde ich austesten und dann auch mal mit in ein Video nehmen, denke ich, wenn ich da das nächste Mal mal Foundation auftrage. Und dann haben wir hier noch ein drittes kleines Beutelchen und da ist auch noch mal was drin.
von Vibo. Das sind die Unicorn Drops, die Unicorn Tears Face and Lip Primer. Die hatte ich auch schon mal in den Händen, hatte sie dann aber weiter verlost. Die waren in der Pink Panda Mega Box drin gewesen. Und dadurch, dass ich sie weiter verlost hatte, finde ich es jetzt ganz süß, dass ich sie dann doch auch noch mal da habe. Es ist ein Serum, was man vor dem Make-up einfach verwenden kann in einer ganz knalligen pinken Flasche. Sieht irgendwie hübsch aus. Ich bin auch sehr neugierig drauf, wie das auf den Lippen sein wird, denn sie schreiben hier speziell, dass es ein Gesichts- und Lippenprimer ist. Es ist ein antioxidatives Serum mit Acai, Goji, Cranberry Extrakt. Und ja, sehr interessant. 2-in-1 Nourishing Face Primer. Also es soll nährend sein. Sehr interessant, wirklich. Und da freue ich mich auch drauf, das zu verwenden. Ja, und mit den einzelnen Säckchen in dieser Kosmetiktasche kann man natürlich prima Ordnung halten. Also ich finde die ganz, ganz toll gemacht. Die Zeit und die Arbeit, die du dir da gemacht hast, liebe Bugs. Also herzlichen Dank. Das ist das größte Geschenk, was du mir überhaupt machen konntest. Sie hatte mir vorab auch geschrieben, dass sie etwas für meinen Sohn mit reingepackt hat in blauem Papier. Und das ist dann dieses hier. Das werde ich, denke ich, jetzt auch einmal aufmachen. Ich möchte ihn ungern mit ins Video holen, da ich nicht möchte, dass er irgendwie in einem Video einfach zu sehen ist. Ich möchte euch aber auch zeigen, was sie hier für ihn eingepackt hat. Und das erste ist in jedem Fall schon mal ein Buch. Die Piraten. Sehr gut, das wird er bestimmt gerne lesen. Er ist sowieso so eine Leseratte. Manchmal gehen wir abends ins Bett und dann bekommen wir mit, dass er noch wach ist, weil er einfach ein Buch liest. Und er liest stundenlang. Die Piraten und die geheimnisvolle Schatzkarte von Chris Archer ist dieses Buch. Und das werde ich ihm geben. Und da wird er sich ganz bestimmt sehr drüber freuen. Ich packe das hier auch nochmal in das Geschenkpapier, in das Seidenpapier noch mal ein bisschen ein, damit er dieses Auspackerlebnis auch hat. Und hier haben wir auch noch mal ein Buch, Die Piraten oder Piratenjagd nach dem goldenen Tau von Julia Golding ist dieses allerdings. Sehr, sehr schön, richtig cool. Liebe Bugs, lass dir gesagt sein, du hast genau das Richtige für ihn gewählt. Er ist, wie gesagt, eine Leseratte und wird sich darüber ganz bestimmt freuen. Okay, ihr Lieben, das nächste macht mich jetzt mega neugierig, denn wir haben hier diese schwarze Verpackung. Hier guckt eine Kordel mit raus. Ich habe keine Idee, keine Ahnung. An der Kordel kann man es aufziehen. Und dann lacht uns hier wieder dieses lilane Seidenpapier an. Und hier ist so ein Rosenclip drauf. Okay. Das sind einzelne, bisschen wie so kleine Rosen. Ich habe jetzt hier mal eine vorsichtig herausgenommen. Das ist ja eine Rose. Die ist jetzt hier so Flieder-Liederfarben. Und das sind so einzelne Rosenblütenblätter, die so ineinander gelegt sind. Sie duften ganz angenehm, so ein bisschen blumig, frisch. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Produkt und das ist ein Körperspray. Das scheint also nicht speziell etwas mit diesen Rosen zu tun zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Rosen, dass das vielleicht ein Badezusatz ist. Ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Also liebe Bugs, das musst du mir bitte einmal in den Kommentaren verraten oder mir per Instagram schreiben. Ich glaube aber, das ist wirklich irgendwie etwas, was man in die Badewanne zum Beispiel geben kann. Finde ich irgendwie richtig cool. Da fühlt man sich dann gleich wie Kleopatra. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt völlig falsch liege, weil jetzt hier nichts weiter zu beisteht. Also, Max, du musst mir das unbedingt verraten. Und hier haben wir jetzt noch ein Körperspray von Sens. Ein Körperspray mit Vanille und Amber. Auch eine interessante Kombination. Das kenne ich auch noch nicht und ich glaube, das sprühe ich auch mal auf meinen anderen Arm. 100 Milliliter haben wir hier enthalten und ich liebe ja Körpersprays als Alternative auch zu Parfum zum Beispiel. Sie verfliegen zwar relativ schnell, aber ich finde, so für den Alltag oder so oder wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, dann reicht mir das total aus und ich habe ganz viele Körpersprays da, aber eins mit dieser Duftrichtung noch nicht. Das riecht fantastisch.
Es hat so eine schöne Süße, nicht zu süß, sondern wirklich eine sehr angenehme Süße. Ein richtig toller Duft, gefällt mir richtig gut, eine tolle Wahl, liebe Bugs. Sie hat dann noch etwas für meinen Sohn mit eingepackt, nämlich diese kleine Box hier und da steht sein Name drauf, Florian. Es war ganz lustig, ihr Sohn heißt nämlich Etienne und Florians bester Kumpel seit dem Kindergarten heißt auch Etienne und das fanden wir irgendwie ganz lustig. Ich nehme den Deckel auch hier mal kurz ab und ich werde es dann natürlich meinem Sohn weitergeben und hier ist ganz viel zu naschen drin. Und insbesondere auch viele saure Sachen. Und das wird er feiern, denn er liebt alles, was sauer ist. Erst gestern Abend haben wir Kartoffelbrei gegessen und was macht er? Zitronensaft drauf. Und hat das dann gelöffelt und fand's toll. Hier sind auch diese ganz, ganz extrem sauren Schocks mit drin. Etwas von den Minions sehe ich. Ich glaube, das ist Zahncreme. Sehr gut, das passt dann natürlich. Ja, sehr schön. Da wird er sich mega drüber freuen. Ich werde dir dann später seine Reaktion via Instagram mitteilen. Ja, und jetzt habe ich hier noch eine Box in der großen Box. Es ist wie eine eigenständige Beauty-Box hier und sie sieht einfach wunderschön aus. Das hast du richtig toll gestaltet. Sie hat hier verschiedene Papiere genommen und hat die hier so zurecht gerissen, würde ich fast sagen. Es ist so, ja, eine Reißoptik. Dann ist hier so ein Lesezeichen, ist das, glaube ich, mit einer Dame aus den 20er Jahren, die eine ähnliche Frisur hat wie ich. Vielleicht ist das eine Anspielung. Ich nehme den Deckel jetzt hier einfach mal ab. Hier ist nichts weiter drin. Und dann haben wir hier ein kleines Heft. Float like a butterfly. Okay, und dann ist hier auch ein Schmetterling drauf. Ah, sie hat hier quasi die Produkte abgebildet und Beschreibungen dazu, wie es auch in so einer richtigen Beauty-Box einfach drin ist. Also ich zeige euch immer hier kurz, sie hat da eigene Zeichnungen gemacht. Da sehen wir die große Kosmetiktasche. Also sie schreibt die kleine Kosmetiktasche, aber in dieser Kosmetiktasche sind diese drei Aufbewahrungsboxen und dann noch eine Pinselbox. Also das längliche selbst hat sie als Pinselbox angedacht und das passt natürlich sehr gut. Ich will jetzt hier aber gar nicht weiterblättern, weil ich natürlich nicht schon vorab gespoilert werden möchte, was jetzt so noch so alternativ kommt und deswegen mache ich einmal das Schleifenband hier auf. Das ist nämlich hier auch nochmal in Seidenpapier eingepackt und zugebunden. Und ja, jetzt schauen wir hier mal in diese Box hinein. Ich zeige euch mal einen ersten Blick. Das sieht einmal so aus. Und liebe Bugs, so viel sei dir schon mal verraten. Du kannst gerne eine eigene Beauty-Box gründen. Ich würde sie kaufen. Also bisher war alles ganz süß und mit viel Liebe zum Detail. Beauty begins the moment you decide to be yourself. Ein sehr wahrer Spruch und lustigerweise ist das auch ein Spruch, den ich ganz am Anfang, wo ich YouTube gemacht habe, auch mal einen Monat lang auf meiner Tafel stehen hatte. Ich sehe jetzt hier eine richtig, richtig große Flasche. Das ist diese hier von Baileys and Harding England. Sweet Mandarin and Grapefruit, ein Badezusatz ist das. Mit 500 Millilitern und das wird bestimmt richtig schön zitrisch riechen mit Vitamin A, B und C Extrakt. Das ist da auch noch mit drin. Oh, das riecht gut. Das riecht wirklich nach süßer Mandarine. So richtig schön reif. Also überhaupt nicht säuerlich, sondern süß, zitrisch. Ein ganz, ganz toller Duft. Gefällt mir sehr gut und damit werde ich gerne baden. Ich mache mal weiter mit diesem kleinen Glas hier. Wir haben hier Paprikagelee, süß-scharf, ideal zu Frischkäse. Na, das werde ich ausprobieren. Ich bin ein absoluter Käse-Junkie und probiere da gerne verschiedene Sachen mit dazu, Marmeladen und so weiter. Und so ein Paprikagelee habe ich noch nie ausprobiert. Das werde ich sehr gerne testen und Bugs, ich berichte dir dann irgendwann mal, wie mir das geschmeckt hat. Jetzt habe ich hier noch so kleine extra eingepackte kleine Säckchen. Auch die werden wir einmal aufmachen. Hier ist auch ganz süß immer so ein kleiner Schmetterling noch mit dran. Und es ist hier schon mal auf alle Fälle eine kleine Badebombe. Wobei so klein ist die gar nicht. Die ist ganz schön groß. Und die riecht nach, ja, fruchtig. Ich bilde mir jetzt ein, auch so ein bisschen nach Orange. Es
kann natürlich aber auch von der Farbe sein, aber sehr schön, gefällt mir mega gut. Ich habe ja eine Badewanne und mein Sohn mag sowas auch. Das heißt, ich werde das bestimmt mit ihm gemeinsam ausprobieren und testen. Mal gucken, was jetzt hier in dem zweiten ist. Es fühlt sich an wie ein Herz und auch das riecht sehr gut. Ein bisschen intensiver noch als die orange Kugel. Und ich würde sagen, so frisch blumig in diese Richtung gehend. Mal schauen, was jetzt hier in dem dritten drin ist. Das fühlt sich an wie ein Ei. Ja, da haben wir hier einmal dieses Ei und das ist gelb-blau. Oh, das riecht süß. Das riecht gut. Vanille? Ich glaube, Vanille ist das, was ich hier so gut rieche. Und Bugs, kann es sein, dass du die eventuell auch selbst gemacht hast? Die sehen so ein bisschen selbstgemacht aus, als wenn, ich weiß gar nicht, wie das gehen würde, aber es könnte auch sein, dass es die so zu kaufen gibt. Da gibt es ja auch Geschäfte. Aber da bin ich jetzt auch gespannt drauf, was du dazu sagst, ob die vielleicht sogar auch selbst gemacht sind. Sie ist vielseitig unterwegs, macht ganz viele Dinge, hat schon vieles in ihrem Leben ausprobiert. Und darum würde ich es ihr durchaus zutrauen, dass sie die wirklich selbst gemacht hat. Und als nächstes haben wir hier ja, etwas Schönes, Dekoratives, nämlich dieses hübsche Windglas hier. Hier ist ein Schmetterlingsmotiv drauf. Und das Schöne ist, dass es diese Milchglasoptik hat und dann aber innen diese Rosé-Beschichtung. Und dadurch sieht es einfach so schön aus. Und hier ist eine kleine Duftkerze drin. Die riecht nach Melone. Oh, riecht das toll. Und dann war hier noch diese Kerze mit drin, die man da auch reinstellen könnte. Die hat aber keinen Geruch. Aber diese gelbe hier, die riecht fantastisch. Die riecht richtig toll und das sieht so hübsch aus. Und das werde ich dann auch hier mal in meinen Hintergrund mit integrieren und mit aufstellen. Also, ja, genau mein Geschmack getroffen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier ist noch ein zweites, sehe ich, allerdings in grün. Auch sehr schön. Hier ist auch passend dazu eine grüne Kerze noch mit dabei. Und auch nochmal diese gelbe Duftkerze. Die ist hier auch nochmal mit bei. Oh, riecht das gut. Und dann haben wir hier das gleiche Windlichtglas, aber in grün. Und das sieht so schön aus. Und wenn man sich die dann beide so zusammen irgendwo hinstellt, das werde ich meine Osterdeko, glaube ich, integrieren. Vielleicht jetzt erstmal im Wohnzimmer und dann später vielleicht auch mal hier im Videohintergrund. Das werde ich mir überlegen. Und hier haben wir jetzt noch eine Schachtel in der Box und hier kippt der Deckel ein bisschen. Hier sind Kronen drauf. Hier ist auch nochmal so ein Schmetterlingsanhänger drin. Also es ist Wahnsinn, wie viel Mühe du dir allein fürs Verpacken gegeben hast. Das ist, also diese Schachtel werde ich aufheben. Das wird alles nicht weggeworfen, weil da so viel Liebe drin steckt. Und hier haben wir ein Schmuckstück. Und das ist ein Armband und ein ganz besonderes Armband. Hier sind Muscheln drin. Die Farbe passt mega zu mir. Es ist hier so mit Glücksanhängern. Wir haben hier eine Schleife, ein Schmetterling, eine Feder und ein Herz. Und dann sind hier ganz viele verschiedene Muscheln. Und ich weiß nicht, ob das so eingefärbt ist oder so. Hier sind auch wie so Steine noch mit integriert. Das sieht total irre aus. Und es ist ein kleiner Hingucker am Handgelenk, oder? Es passt auch mega gut zu meinem Outfit heute. Ich finde es toll. Also ich finde es ist vielleicht nicht unbedingt etwas für die Arbeit, weil es doch recht groß ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Sommerkleider denke oder so, wo man ja auch nicht ganz so langärmlich dann angezogen ist. Ich glaube, da passt das perfekt dazu. Also herzlichen Dank, das ist total einmalig und schön. Es gefällt mir sehr gut. Herzlichen Dank. So, wir kommen jetzt zum letzten Produkt, wo ich ein bisschen Angst vor habe, weil sie auch geschrieben hat, dass ich das zuletzt auspacken soll und weil sie da auf meine Reaktion auch besonders gespannt ist. Ich habe so eine Idee. Es fühlt sich an, als wenn hier ein Bilderrahmen ist. Und sie ist ja Künstlerin. Ja, ich sehe jetzt hier einmal eine Rückseite. Ich glaube, ich zeige es euch zuerst, bevor ich mir das angucke.
Deswegen, ich verstecke mich jetzt mal kurz. Weiß dann natürlich nicht, ob es richtig rum ist. Oh mein Gott. Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das macht mich jetzt richtig platt. Also sie hat hier tatsächlich ein Bild von mir gemalt. Das ist von einem Foto, was ich auf Instagram veröffentlicht habe. Da ging es mir eine Zeit lang nicht so gut. Ich sag mal, ich hatte ein Stimmungstief, was auch mit durch die Jahreszeit, Vitamin D-Mangel und so weiter herrührte. Und da war das Bild, was ich in einem ja recht kreativen Post veröffentlicht hatte. Und das hat sie hierher genommen und hat das einmal gemalt. Und es sieht so schön aus. Und dann hat sie mir noch diesen Schmetterling auf die Schultern gesetzt. Ich glaube, ihr seht mich selten sprachlos, aber das ist sowas Persönliches und Schönes. Und ich werde dafür auch ganz bestimmt einen ganz besonders tollen Platz finden. Generell wart ihr alle so lieb zu mir und habt so tolle, liebe Kommentare geschrieben, als ich habe verlauten lassen, dass es mir eben nicht so gut ging. Und wart alle so ganz, ganz lieb. Und also nicht nur die selbstgemachte Tasche oder die ganzen Dinge, die sie so zusammengesucht hat und das alles, sondern dann auch noch so ein Bild, wo da steckt überall so viel Arbeit drin. Es ist unglaublich. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Hier so in einem Video kann ich natürlich Danke sagen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Und ich denke mal, ich werde dir vielleicht noch einen Brief schreiben oder irgendwas. So. Meine Stimme ist jetzt gleich ganz weg. Geheult habe ich auch noch nie in einem Video. Und damit würde ich auch sagen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, liebe Bugs, für dieses tolle, persönliche und wundervolle Paket. Es ist einfach was mega Besonderes. Von Herzen ein ganz großes Dankeschön an dich. Und das werde ich nie vergessen. Und ich sende dir ganz, ganz viele Umarmungen und freue mich wirklich mega drüber. Und ich werde einen schönen Platz wahrscheinlich in meinem Wohnzimmer dafür finden. Da passt es, glaube ich, vom Stil her und so am besten hin. Also herzlichen Dank und vielen Dank an euch fürs Zusehen und bis ganz bald.